Checkaboom, Biatch, hallo und herzlich willkommen. Ein weiteres Let's Play zu Temenzen, ein Spiel von Dudelsack oder wie es sich nennt, ach keine Ahnung. Hab ich jetzt leider vergessen. Ich schreibe ihn nochmal auf jeden Fall in die Beschreibung. So, das mal speichern und sind glaube ich bei Part 4. So im vorderen Teil sollen wir uns umsehen, weil sich da diese Dwayne im Gästezimmer verschanzt haben könnte, meinte Collins. Ja, jetzt vielleicht mal, mir ist schon bewusst, dass Valium-Tabletten sind zur Beruhigung, aber man kann es ja auch gerne mal so jemanden ins Glas tun und dann zuschauen, wie er es mal einpennt. In diesem Fall fühlen. Scheinbar ein altes Foto von früher hier. Mal ansehen. Okay. Wir sehen schon mal Bibliothek und ich sehe schon gleich aus meiner Desert Nightmare-Erfahrung konnte ich feststellen. Ja, guck mal hier. Fotografisches Gedächtnis und so, ne? Diese Bücher, die haben Farben. Ja, jetzt weiß ich, wie ich das da jetzt öffnen kann. Ein Foto von der Bibliothek. Mal schauen, was sich damit anfangen lässt. So, haben wir aufgesammelt. Was auf dem Tisch? Whisky? Komm, wir wollen uns mal hier heute besaufen. Auf dem Tisch stehen lediglich ein paar leere Flaschen. Ach, diese ganzen Alkoholiker. Na? Ah, hier. Die Kommode wurde nicht benutzt, um etwas abzulegen. Was? Die Kommode wurde wohl nicht benutzt, um etwas abzulegen darin. Viel lernen du müssen, du Schüler sein. Yoda. Die Schale auf der Kommode ist ebenfalls leer. Nicht interessantes für euch. So, jetzt kann ich da wirklich nichts mehr öffnen. So, was haben wir hier? Das Bett sieht unkomfortabel aus. Aber ich habe keine Zeit, um mich auszuruhen. Was haben wir hier? Ein alter Groschenroman. Ich denke nicht, dass es hier hilfreich wäre. Groschenroman, was war das denn? Auf dem Nachttisch ist nichts Besonderes. Na, die Augen sind natürlich sehr geil gemacht, Mann. Groschenroman. Ich glaube, das ist ein Roman für, keine Ahnung. Ja, scheiße, das habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Für, keine Ahnung, ein paar Groschen. Also sprich, sehr billig. So, mal kicken. Es scheint, als ob man diese Art Lampe unterhalb des Buchständers beeinflussen könnte. Leitknöpfe sind dort rot, blau und grün, aber das Ganze scheint keinen Strom zu haben oder nicht aktiviert zu sein. Komisch. Ja, fick die Henne, was haben wir da? Das Schloss scheint einen entfernten Mechanismus zu aktivieren, der wiederum die Tür entriegelt. Wohl eine Art Sicherheitsmaßnahme. Oh, yo mama. Romane darunter, auch Klassiker wie Goethes Faust und andere, leider habe ich nicht die Zeit, sie mir genauer anzusehen. Goethes Faust, okay, gut, da ging es eigentlich um einen Teufel, beziehungsweise einen Typen, der einen packenden Teufel geschlossen hat und dann irgendwie seine Olle drauf gegangen ist. Ich habe es nie gelesen, ich musste es irgendwie mal ein Plakat dazu gestalten. Tierische Bücher und Schriften, mehr Exemplare der Bibel sowie der Koran und der Tora. Da muss sich jemand intensiv mit dem Thema Religion beschäftigt haben. Ah, komm. Ja, passt. Ja, Bitch, ich weiß, du hast gespeichert. Na komm. Na komm. Ja, ist fein gemacht. So, ich weiß, gespeichert. Ah. Ich dachte, das sah so leer aus. Ah, was haben wir hier? Diverse Schulbücher, Physik, Chemie, Mathematik, nicht gerade bla bla, interessant für mich. Ich glaube dasselbe nochmal, diverse, ja. Okay, hier ist schon mal nicht. Jetzt hier logisches Denken.
Messer will er nicht haben, das will er auch nicht haben. Was haben wir überhaupt? Wir haben ein Feuerzeug, ein Buch und ein Foto von einem Zimmer, aber wir müssen irgendwie irgendein... Wie heißt das? Stromversorgung, wir müssen irgendwie in den Keller. Hat das erste Zimmer geöffnet. Wir müssen hier überhaupt zum Keller, Mann. Ist da vielleicht weiter? Die Tür scheint fest von diesem Blumen. Der Türweg ist öffnen, ist wohl von der anderen Seite zu kommen. Na, ich glaube, ich gebe dem Typen einfach mal meine Stimme. Aber warte mal. Hä, wo bist du denn da gelatschen, Alter? Komisch. Was haben wir hier? Die Tisch hat verschlossen, die Tür führt in den hinteren Bereich des Gebäudes. Ach, geht's nicht weiter. Was haben wir hier? Ein Ritterrüstung Sandschwert muss eine ziemlich wertvolle Aktivität sein. Ja, den Raben. Das kann ich irgendwie nicht ansprechen. Gästezimmer, da musst du irgendwas übersehen haben. So, wir sind wieder im Zimmer, aber ich sehe hier nichts, was ich hätte übersehen sollen müssen. Das wird sich unkomfortabel aus, bla bla bla, keine Zeit. Ja, also geht denn der Schrank nicht auf. Im Schrank muss doch was sein. Die Kommode wurde bla 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 benutzt, die Schale auf dem... Ja, für mich. Ja, schöner Scheiß. Ich habe den Schrank bereits durchsucht, da gibt es nichts mehr Interessantes. Was ist da oben? Die Tür scheint von der anderen Seite her versperrt zu sein. Wahrscheinlich lässt sich von hier aus gar nicht öffnen. Och man, scheiße Leute. Ein See im dichten Nebel. Es ist auf dem Gemälde erkennbar. Wie auch die anderen Bilder. Sehr, sehr düster. Ja, da komme ich ja nicht weiter, der Rabe ist nicht ansprechbar. Ja, was habe ich denn überhaupt für... So, ja, Bibel. Ja, bete mal ein bisschen Feuerzeug. Ja, muss ich hier vielleicht irgendwas anzünden? Das Musikzimmer muss doch... Ja, normalerweise... Ritterhelm sieht genauso aus wie der Helm der Statue im Gang. Ohne passende Schlüssel, bla bla bla. Ja, komm. Eine Ritterrüstung für Innos. Vielleicht muss ich eine der Ritterrüstung. Ja, oh, ich merke schon, wird hier richtig einen Ausraster haben. Ja, komischerweise habe ich keinen Plan, woher das Licht kommt. So, Inventar. Ja, Feuerzeug. Die Nadel hier auf dem Stellengewehr wäre nichts von Nutzen. Bücher spielen wir auch nicht. Was haben wir da? Diverse Bücher über große Komponisten wie Mozart etwa. Ich habe aber hier nichts sensibler zu lesen. Okay. Inventar. Ja. Man kann nichts erkennen, es ist viel zu dunkel da draußen. Oh, Leute, ich weiß nicht, irgendwie bei dem Reden, vor allem beim Let's Play, tut mir übertriebene Gaumen weh. Ich weiß auch nicht wieso. So, ja, was haben wir da dann? Ja, Feuerzeug. Was haben wir da? Das hat ja auch nicht. Inventar. Gehen wir nochmal. Er meinte im vorderen Teil. Inventar. Ein Kamin. Ich denke nicht, dass der mir jetzt irgendwie weiterhelfen könnte. An der Wand hinter dem Kamin hängt einige Bilder, die eine Landschaft in Afrika zeigen. Scheint wohl eine Art Safari oder Großwildjagd gewesen zu sein damals. So, da komme ich hier noch von der anderen Seite.
Leere Flaschen, damit kann ich nichts anfangen. Ein leeres Bild. Auf dem Tisch liegen diverse Sachen. Darunter Teller und ein Bild. Okay, gut, das hat man jetzt schon durchgelesen, die Kiste. Ein paar Kisten. Wohl mit Ausrüstung der 5-8. Puh, ich überlese, Alter. Vorderen Teil, Mann. Ah, ist auch nichts Neues. Wo ist denn die Tür überhaupt? Ah, der ist wieder beim Fressen. Eine alte Uhr, die nach wie vor einwandfrei zu funktionieren scheint. Irgendwie scheint mir aber mysteriös an der Uhr. Ich kann nur nicht genau sagen, was es ist. Hm. Okay, das Spiel ist meines Erachtens noch ein bisschen hardcore. Eine Blumenvase? Was sonst? Ja, was fragst du denn? Okay. Ja, Entschuldigung, Alter. Ja, okay, ich würde mal sagen, für heute mache ich mal Schluss und überleg mal die ganzen... Oh. Was ist das? Ein paar normale Teller, nichts Besonderes, normale scheint bereits im Brauch zu sein. Das ist doch auch so eine Kette da neben den Typen. Ein Kästchen weiter, oben links in der Ecke. Smithing Clem, bla bla, Nachkriegsmodell. Wo kann ich das dann hier zur Seite schieben? Okay, gibt's da irgendwie Schalter oder? Also, es ist die diverse Sache der rote Ecke. Ja, nee, gut, machen wir mal für heute wirklich mal Schluss. Ja, okay, gut, speichern wir mal ab. Tschüss, Leute, schönen Abend noch.